Hey Leute, ich bin's Fabian und ich habe ein neues Workout für euch. Heute für Mittwoch, den 29.04.2020. Ihr seht hier unser Warm-up. Wir beginnen mit 3 Runden, 20 Sekunden Jumping Jacks, gefolgt von 20 Sekunden High Knees, gefolgt von 20 Sekunden Butt Kicks. 3 Runden durch. Ich würde euch empfehlen, nicht mehr als 10 Sekunden Pause zwischen den Übungen zu machen und dann geht es auch schon weiter mit dem heutigen Kraftteil. Für den Kraftteil habt ihr am besten entweder eine Box, eine Bank oder einen Stuhl, denn wir beginnen mit 3x12, das heißt 6 die Seite, Glute Bridge. Die könnt ihr schon auf der Bank machen, dann einfach hier rauf und dann auf einer Seite hoch und wieder rauf. Oder aber ihr könnt es ja auch genauso gut auf dem Boden machen. Dafür mit dem Kreuz ablegen, ein Bein in die Höhe, hoch, kurz halten, langsam wieder runter und davon 6 je Seite. Dann geht es weiter mit 3x12 Step-Ups mit Sprung dazu. Das heißt, raufgestanden auf die Kiste und zusätzlich hochgesprungen, dann wieder runter, rauf, hochgesprungen. Ich kann nicht zu hoch springen, weil ich unten in meinem Keller stehe und sonst mit dem Kopf an die Decke anschlage. Dann geht es weiter, wenn ihr das habt, also das heißt, wir machen das Ganze in Supersatz. Das heißt, die ersten beiden Übungen sind wirklich nur Single Leg Glute Bridge und Step-Ups, bis ihr jede Übung dreimal habt. Dann geht es weiter zum nächsten Supersatz, also der B-Supersatz, wenn man das so will. Da machen wir Single Leg Deadlifts. Dafür braucht ihr auf jeden Fall einen Gegenstand, wie zum Beispiel eine Dumbbell, eine Wasserflasche, eine Kettlebell, was auch immer ihr habt. Dafür geht ihr dann rein in die Standwaage, kann man auch sagen. Einmal hoch, ups, und wieder runter. Versucht ruhig mit Tempo runterzugehen, 3 Sekunden runter, nicht zu schnell, haltet die Spannung, lasst den Rücken gerade und dann macht ihr wieder 10 je Seite, gefolgt von 3x12, das heißt wieder 6 je Seite, Bulgarian Split Squats. Dafür wieder ran an die Bank. Am besten einmal kurz mit den Kniekehlen ranstellen, 2 Füße nach vorne gehen, dann den Fußspann auflegen, runter in den Bulgarian Split Squats, rauf springen, runter, rauf springen, bis ihr 6 je Seite habt. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Supersatz. Da machen wir 3x10 Chair Dips, wieder rein und dann langsam runter, wieder rauf, bin auf die Beine komplett gestreckt lassen und dann wieder langsam runter, schnell wieder rauf. Bis ihr 10 Stück habt, gefolgt von entweder 5 bis 10 Meter Handstand Walk oder aber Shoulder Taps. Wie rum ihr die macht, ist euch überlassen. Das heißt, ihr könnt gerne erst den Wall Walk machen und dann die Shoulder Taps oder ihr könnt auch 1 bis 2 Wall Walks einfach nur machen. Ansonsten kürzt man den Wall Walk kurz ein bisschen ab. Nochmal kurze Erklärung, die Schultertaps, volle Spannung und dann immer abwechselnd die gegenüberliegende oder von mir aus auch die gleiche Schulter berühren. Okay Leute, kommen wir zum Workout. Wir machen 50, 40, 30, 20, 10 Wiederholungen von Double Unders oder Single Under. Da müsst ihr allerdings die doppelte Anzahl springen, das heißt statt 50, 100 mal Seil springen. Dann geht es weiter mit Push-Ups. Das Coole ist, da müsst ihr nur die Hälfte machen. Damit man es ein bisschen besser sieht, gehe ich gleich in der Skalierungsvariante rein. Das heißt, statt auf dem Boden, wir das Ganze auch auf einer Bank machen. Dann müsst ihr es nicht auf den Knien machen. Ihr könnt natürlich auch die Push-Ups sonst auf den Knien machen. Aber ansonsten achtet drauf, haltet die Spannung im Körper, Po fest, Bauch fest, dann so tief wie es geht. Und wieder strecken, bis die Arme komplett durchgedrückt sind. Dann geht ihr nur die Hälfte der Wiederholung. Das heißt, statt 50 nur 25 in der ersten Runde. Dann geht es weiter mit Boxjumps oder Step-Ups, je nachdem was ihr habt. Das heißt, ich würde jetzt hier Step-Ups mal machen. Einfach deshalb, weil ich nicht besonders hoch springen kann und die Bank vielleicht auch ein bisschen wackelig ist. Gefolgt von Air Squats. Und gefolgt von Meter Handstand Walk. Und da wieder die halbe Distanz. Das heißt, statt 50 geht ihr dann 25 Meter. Ihr könnt stattdessen aber auch Wall Climbs machen. Dann teilt ihr einfach die Anzahl durch 10. 10? Ja, genau. Das heißt, in der 50er Runde macht ihr nur 5 Wallwalks, dann 4, dann 3, dann 2, dann 1 Wallwalk. Okay?
Timecap 25 Minuten. Wenn ihr danach noch Bock habt, schaut gerne mal hier vorbei. Da findet ihr noch ein nettes Sixpack-Video. Und wir sehen uns morgen wieder. Reinhauen!